Hallo und herzlich willkommen bei Christa 2706 und es geht heute weiter mit dem zweiten Teil der Besteigung des Mount Coverevis. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Die Gruppe erreicht den Gipfel des Mount Coverevis, nachdem sie mit Stil und Anmut den Toketsu Eisfall durchquert hatte. Sie sind euphorisch, dürfen hier zum exklusiven Club der Sims zählen. Meisterhafte. Hey, yay. Achso, wir sind jetzt da, oder wie? Und das war's jetzt. So, hier hat's einen Busch. Guck mal, Ben, hier hat's einen Bus. Bestäub ihn endlich. Bestäub ihn. Jungs, ihr habt es geschafft. Schaut mal, wie schön. Wow. So, und ich habe euch natürlich auch ein Gipfelgebäude aufgestellt. Oh, das geht aber gar nichts, dass am Gipfel oben da nicht eine Überraschung wartet. Der ist ein bisschen zu schön, würde ich sagen, aber egal. Das kam halt in der Galerie und ich habe das jetzt auf die Schnelle geholt. Und da dürfen sie sich jetzt heute Nacht richtig, richtig entspannen, gell? Freut ihr euch? Oh Mann, du ist auch zusammengebrochen, Theo. Kommt, wir gehen jetzt alle hier hin. So. Zusammen hier hingehen. Wenn wir müssen unbedingt den Sonnenaufgang mitkriegen, denn der ist wunderschön. Kann ich mich noch erinnern, wie Sandra mit David Castaway hier oben war. Die hat auch so schöne Bilder gemacht. So, Jungsi. Yes. Ja, das müssen wir noch festhalten, wie hier die letzte Schritte geht. Auf den Berg auf. Alle schon völlig fertig. Ben war jetzt mal froh, dass er in den Busch gehören hat. Mann, du deckst jetzt gleich. Und jetzt fallen die alle in die Kletterschachtel. Nee, natürlich nicht, aber die gehen jetzt da hoch. Schaut mal. Das Gipfelgebäude. Wo sie sich erholen werden. Schauen wir mal, was sie tun werden. Ja. So, jetzt mal dieses Ding ablegen und dann schauen wir mal, wo es hier Duschen gibt. Genau. So aufs Klo. Geht so. Geht so. Dann wirst du mal baden. Gibt sicher noch eine zweite, oder? So. Da oben gibt es sicher auch noch ein Bad. Hoffe ich. Ganz oben. Auch kein Bad mehr. Das ist schade. Schade, schade. Wir müssen es jetzt mal auf Luis warten. So. Der nächste, der sich auszieht, ist Ben. Der sich auszieht, ist
Ablegen. Ablegen. So, ablegen. Okay, ich glaube, wir gehen schlafen. Ja, dann sind wir auch schon schlafen gegangen. Schauen wir mal, was sie sich für Bett aussuchen. Sie freuen sich, dass wir das zusammen geschafft haben. Hier muss dringend das Klo. Wer liegt denn so oben? Hat sich auch schon jemand ins Bett? Nein. Aber hier, Luis, du kannst hier das Feuer anmachen und dann kannst du hier mal schlafen. Und dann, Mann, du, ich denke mal, du schläfst hier oben mit Luis. Schlafen. Und Ben schläft hier mit Dio. Wenn der mit dem Was hast denn du an? Hallo? Hallo, boys. Yibzi. Also das ist ein bisschen. Aha. An James. Luis, geh nach oben. Du bist müde. Sehr suspekt, sehr suspekt, was das für Stiefel sind. So. Das darf mir nur nicht zu schnell Tag werden. So, und jetzt können wir hier ein bisschen zusehen. Wie sich dann langsam der Nebel lichten wird und wir dann runter aufs Dorf sehen. Aber heute ist etwas windig. Da hatten wir vielleicht eh Glück, dass wir oben, dass wir schon oben sind. Es pfeift ganz schön der Wind. Mando ist schon wieder auf. Verpasst die Gelegenheiten. So, Armando.
Kannst du hier einen Feuertopf mit anderen? Kannst du das hier vorbereiten, bitte? Ja, du darfst natürlich. Entschuldige, geh natürlich zuerst aufs Klo. Die Stiefel von Louis, das sind wirklich, die sind wirklich der Hammer. Na, man gewöhnt sich an alles. Sie sind hoch am Berg, also. Die haben alle so komische Schuhe an, also von mir sind die nicht. Habt ihr schon gegessen jetzt, oder? Nein, Amando. Nein, es gibt doch Feuertopf. Aber Amando, du kannst inzwischen hier baden. Jetzt ist er hier eingeschlafen. Schaut mal. Wieso schlafst du denn nicht ordentlich? Dann mach dir selber einen Feuertopf, bitte. Amando? Ich glaube, das Ding ist hin. Okay, dann kocht halt bitte jemand. Das würde jetzt auch keine Mühe machen. Koch doch etwas. Ja, so einen würzigen Würstchen und Bohnen für den Berg, genau das Richtige. Traurig. Warum ist sie denn traurig? Sinn des Lebens, ja. Also dem Louis geht's jetzt richtig gut. Guck mal. Der hat jetzt endlich wieder Abenteuer erlebt, über das kann er jetzt dann wieder schreiben als Schriftsteller und das taugt ihm. Und Dio. Dio ist so müde, der schläft immer noch.
Lassen wir ihn, er wird schon wach werden. Der Feuertopf funktioniert, glaube ich, nicht richtig. Aber jetzt ist ja was zum Essen da. So. Rufst du mal zum Essen. Jetzt hat doch jemand ihren Feuertopf angesetzt. Guck mal, wie schön. Und der Horn blau, aber es ist einfach. Das Wetter ist nicht schön genug, dass man nach unten sieht. Ah, Theo, guten Morgen. Wie fühlst du dich? Theo, essen. Ja, iss. Theo, hier. Ein Gericht nehmen. Sich alle. Amando ist schon wieder ein bisschen müde, hat aber geduscht. Der ist noch. So, ja. Theo muss dann auch noch unbedingt hier baden. Oh wow, Theo, sehr schick. Und alle das Outfit von Ben an. Ihr seid mir vielleicht Kandidaten. Steigen da auf den Berg und dann haben sie Stöckelschuhe an. Das glaubt uns auch keiner. Na, Luis, bist du krank? Hey, Trip. Miss Japani. Ooh, Schnorr. Ah, Larsen. Ooh, Yikla. Sibica. Yikla. Du hast kalt. Es ist im Kalt. Gehst du ganz nach oben? Und wärmst dich hier auf. Der ist auch krank. Braucht auch ein Medizinchen. Ha!
Naja, gut. Ich würde sagen, wir fahren jetzt wieder nach Hause, oder? Können wir hier noch irgendetwas sehen? Das ist jetzt alles schon. Das haben wir alles schon gesehen. Wir fahren nach Hause. Schauen wir mal, wie wir einfach nach Hause laufen, oder? Oder ob sie. Oder ob sie reisen. Wir reisen. So. Na, seht ihr unten. Haben die wieder normale Schuhe an. Das ist ja sehr zufriedenstellend. Dann, ja, werden die jetzt hier noch ein bisschen zusammen feiern. Und kommt zu mir hier noch was. Alles servieren. Du servierst jetzt hier alles und dann schmeißt ihr noch eine wilde Party. Dann schmeißt ihr noch eine wilde Party. Eine Rückkehrparty. Da laden wir es alle ein, die wir einladen können. So, wir laden ein. Ich wollte nämlich eigentlich nur die Ehefrauen einladen. Angela? Ist gleich schlafen gegangen. Du ladest ein. Tatjana. Das musst du selbst wissen. Abblieben durch Erfrieren. Aber Theo, wo bist du denn schon wieder? Ach, Theo. Hey. Also die Liebesleiste ist schon ein bisschen runtergegangen, weil sie die jetzt alles lange nicht gesehen haben, gell? Und Louis möchte. So, Louis,
Machst du? Ja. Mach ein Dichtelmächtel mit Lara Amanda. Mach ein Baby mit Tatjana. Sie will es ja schon so lange. Theo. Ihr macht nur ein Dichtelmächtel, Jenny. Und du, mein Schatz, was machst du denn? Baden, okay. Dichtelmächtel mit Angela. So. Und? Und? Lena ist auch da. Ginny läuft darüber. Ah, hier macht er es. Walk to slang. Louis und Lara sind schon dran. So. Wo ist Tatjana? Ist sie gar nicht da? Oh. Wo ist sie denn? Doch, sie kommt. Sie kommt. Na, bitte. Dann schauen wir mal, ob sie ihr Baby bekommt, das sie schon die ganze Zeit möchte. Und hier geht's auch rund, oder? Ja, dann die Mama mit dem Papa. Und die haben wir auch noch erwischt. So, ihr seht, alle wieder glücklich, alle wieder vereint. Es schneit und es ist Sonntag. Und das ist doch ein super Tag, um die dann wieder alle in ihre Familie zu schieben. Und um hier wieder ja zusammenzuräumen und ja, vielleicht kommt ja der eine oder andere wieder zu Urlaub hierher. Das kann es ja jedes Mal geben. Ja, die hat sicher noch Hunger. Ich muss Tee trinken. Ehrgeweiß, Selbstvertrauen. Na, das ist doch gut. Und jetzt haben sie ihre Schatzis auch noch da. Sind wahrscheinlich die Leisten auch wieder einigermaßen oben. Ja, danke, dass ihr ausgehalten habt bei dieser langen Expedition. Und wir haben es geschafft. Hat ein bisschen gedauert, bis ich alles gefunden habe, aber wir haben es geschafft. Und ihr könnt auch alles schaffen, was ihr wollt. Bemüht euch einfach nur. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lässt. Vielleicht ein Like oder ein Abo. Und sage danke, ciao und baba.